Guten Tag. Good afternoon. Bonjour. Ihr Günther. Salam alaikum. Botard. Dobre dien. Shalom. Gen dobre. Lasso dies. Meine Damen und Herren, in diesen 10 Sprachen, die stellvertretend stehen für die vielen Sprachen, die wir in Bremerhaven sprechen, möchte ich Sie an diesem Internationalen Tag der Familien sehr herzlich begrüßen. Dieser Tag wird traditionell in Bremerhaven von den Familienzentren gestaltet. So ist es auch in diesem Jahr, aber bereits zum zweiten Mal gelingt es nicht, die Veranstaltung in bewährter Präsenzform durchzuführen, sondern wir müssen in das Internet ausweichen, auf die digitale Ebene. Und so begrüße ich Sie heute auch auf digitalem Wege hier aus meinem Büro im Stadthaus sehr herzlich, aber ich freue mich, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Denn ich habe Dank zu sagen, persönlichen Dank, Dank des Magistrats der Stadt Bremerhaven, auch den Dank zu übermitteln der Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Familie und Frauen der Stadtverordnetenversammlung für das wirklich herausragende Engagement der Beschäftigten in den Familienzentren, auch ihrer ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer. Gerade in den zurückliegenden Monaten der Pandemie ist Ihre Arbeit außerordentlich wichtig gewesen. Sie haben mit großer Kreativität, mit Leidenschaft, mit viel Engagement es geschafft, auch diese gesamten pandemiebedingten Einschränkungen zu bewältigen und Familien in kritischer Lage zu unterstützen. Und kritische Lagen gibt es nicht nur seit Corona, aber insbesondere auch durch Corona zuhauf. Leider, muss man sagen. Familien sind bedroht oder betroffen von Kurzarbeit, von Erwerbslosigkeit. Es gibt Familien, die betroffen sind von der Doppel- und Dreifachbelastung, betrifft meistens überwiegend die Frauen, die Mütter, Berufstätigkeit, Haushalt und Kindererziehung und Betreuung unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich geht es auch um die Kinder und die Jugendlichen selber, die betroffen sind davon, dass die Kitas zeitweise geschlossen waren, es nur noch einen Notbetrieb gibt, die Schulen, die im Wechselbetrieb waren oder nur noch Distanzunterricht erteilen konnten. Das alles sind Erschwernisse, die in vielen Familien zu großen Schwierigkeiten geführt haben. Das weiß ich durchaus. Und umso größer ist mein Dank und ist mein Respekt, meine Anerkennung für die Unterstützung, die viele dieser Familien durch die Familienzentren erfahren haben, die immer Mittel und Wege gefunden haben, Familien zu erreichen, Unterstützungs-, Beratungsangebote aufrechtzuerhalten und so möglicherweise die schlimmsten Auswirkungen dieser Pandemie in den Familien auffangen zu können. Diese Solidarität ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, gerade in einer Zeit, in der das soziale Miteinander pandemiebedingt nicht mehr gut funktioniert, weil wir Kontaktbeschränkungen unterliegen, uns nicht mehr so treffen dürfen, wie wir es eigentlich gewohnt sind und wie wir es gerne tun würden. Familien, die einander nicht mehr begegnen können, Freundschaften, die darunter leiden. Und das sind alles Zusammenhänge, die insbesondere für Kinder, für Jugendliche, aber auch für uns Erwachsene manchmal schwer auszuhalten sind. Umso mehr hoffe ich und wünsche ich mir, dass wir im kommenden Jahr beim nächsten Internationalen Familientag wieder miteinander feiern können, direkt vor Ort bei einer Tasse Kaffee oder Tee, einem Stück Kuchen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir miteinander diskutieren können, dass wir miteinander Spaß haben können, dass wir uns freuen können und dass wir unsere Gemeinschaft in den unterschiedlichen Ortsteilen in Bremerhaven miteinander genießen können. Das ist unsere Hoffnung, aber auch in dieser Woche ist es gelungen, ein wirklich tolles Programm auf die Beine zu stellen durch die Familienzentren, sodass diese Woche, diese internationale Woche der Familie, nicht in Vergessenheit gerät. Denn, wie gesagt, dieser Zusammenhalt ist umso wichtiger, als wir feststellen, wie wenig wir auf die Selbstverständlichkeiten zurückgreifen können, die wir vorher überhaupt niemals in Frage gestellt haben. Also, mein großer Dank für die Vorbereitung, für die Organisation. Mein Dank für die Durchführung des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen miteinander gutes Gelingen, einen guten Austausch, erfolgreiche Veranstaltungen, viele Gäste, auch auf virtuellem Wege und Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und selbstverständlich meine Bitte, bleiben Sie gesund. Alles Gute.